Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Thunfischdose mit einem Stück Küchenrolle, einem Stück Klopapier entzünden und dann sich eine schöne warme Speise gönnen. Das testen wir heute aus. Wer Bock hat, viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Soll das angeblich die beste und einfachste Möglichkeit sein, auf einer Tour, auf einem Track seine Nahrung zuzubereiten. Dieses Thunfischprojekt, ja, das finde ich ganz spannend und das finde ich ganz cool. Ich esse auch extrem gern Thunfisch, vor allem, weil es halt wirklich eine sehr schnelle und günstige Mahlzeit ist. Aber was ich noch nie getestet habe, ist das Ganze zum Kochen zu bringen. Und so wichtig ist, dass man sich Thunfisch mit Sonnenblumenöl kauft. Ja. Legt man hier dann ein Stück Küchenrolle drauf, lässt das Ganze ein bisschen einwirken, durchziehen und dann kann man das anzünden. Und nach circa, ja ich sag mal 5 Minuten, wird das Ganze da schön durchgekocht. Man kann dann noch etwaige Gemüsestücke drauflegen, ja, damit das Ganze vielleicht etwas feiner wird. Mein Wolfgangs Schneidmesser, schaut auf jeden Fall bei Wolfgangs vorbei. Mit NA10 unten in der Videobeschreibung verlinkt, bekommt ihr im Shop 10% auf alle Messer. Ist eine kleine Werbung nebenbei, aber was soll's. Genau, schaut auf jeden Fall vorbei, die haben coole Messer und das finde ich besonders nice mit der Holzoptik. Absolut perfekt, habe ich mittlerweile auf jeder Tour dabei und gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. So. Thunfisch in Sonnenblumenöl, ein Stück Küchenrolle, das ist ganz wichtig, das brauchen wir unbedingt für das Experiment. Ein bisschen Meersalz. Schneidbrett habe ich natürlich dabei. Dann habe ich noch ein bisschen Gemüse dabei, eine Zwiebel, eine Frühlingszwiebel und ein bisschen Paprika. Was ich mir neu geholt habe, ist das hier, ein Titanspork. Das würde jetzt wirklich alles ersetzen. Ich habe einen Löffel, ein kleines Messer hier, eine Gabel, also Spork logischerweise. Ich werde es mal austesten auf den nächsten Touren, schauen wir mal, ob es was bringt. Aber ich wollte sowas schon mal haben. Beim Baby Online Shop Video. Der hat dann noch Kaffee drüber gekocht. Ja, das möchte ich heute auch ausprobieren, ob das so funktioniert. Werden wir schauen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Kaffee. So. Wir haben jetzt das zusammengeschnipselt. Jetzt brauchen wir den Thunfisch. Den werden wir jetzt hier anreißen. Möglichst so, dass ich es mir nicht aufs Bein schütte. So, Paprika, oh, da rinnt alles aus, meine Freunde, das kann es ja nicht sein. So, so, gut, das restliche Gemüse kommt natürlich nicht weg, das werde ich mitnehmen wieder, so drauf. Dass es sich möglichst komplett fest saugt, voll saugt mit Öl. Brennt jetzt circa seit 5 Minuten. Ja, schauen wir mal. Es ist sicher nicht unbedingt die gesündeste Variante, das in so einer Blechdose zu machen, weil da natürlich auch gewisse Chemikalien drin sind, Konservierungsmittel und so weiter, die das ganze Innenleben am Leben erhalten. Aber ich sag mal, für eine Sache, die man ja, einmal, zweimal im Monat höchstens macht, für einmaliges Abendessen oder was, ist es schon eine coole Geschichte. Man braucht kein Kochgeschirr, man braucht keinen Kochtopf, man braucht keinen Spiritus, gar nichts. Einfach nur ein Stück Klopapier, Thunfischdose, Feuerzeug, Feuerstahl und fertig. Habt ihr sowas auch schon mal ausprobiert? Falls ja,
Von wem habt ihr die Idee, beziehungsweise hat es euch geschmeckt, hat es euch taugt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, würde mich freuen. Das Essen wäre soweit fertig. Jetzt werden wir das noch runterkratzen und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Der Kaffee ist auch schon eigentlich angerichtet, oder das Wasser ist schon brennheiß. Richtig leibend, hat super funktioniert. Auf jeden Fall sehr lecker aus. Es riecht auch sehr gut. Mal schauen, wie es schmeckt. Boah, ist das gut. Das schmeckt richtig herrlich. Weil es hat so ein ganz, ganz leichtes, aber doch perfektes Aroma vom Rauch. Und der Fisch wirkt nicht wie gebraten, sondern eher wie gedünstet, aber auf eine gute Weise. Das Gemüse schmeckt auch herrlich. Boah. Mein neues Fixmenü ist. Ah, scheiße. Und gleich mal die ganze Gabel runtergeflogen. Aber Dreck reinigt ja den Magen. Boah, das schmeckt wirklich, wirklich gut. Mir auch noch verholfen, einen schönen, warmen, heißen sogar, Kaffee zu bekommen. Es ist leider noch nicht so kalt, auch wenn es schon Herbst ist. Ich würde es mir wünschen, jetzt wäre das nämlich richtig Bombe, wenn es noch so eiskalt wäre. Mit den beiden Leckereien. Wow, herrlich. Herrlich. Das Ganze hat nicht mehr als 5 Minuten gedauert. Kein Kochen notwendig, nix. Einfach nur anzünden und hinstellen. Das Einzige, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist mit dem Öl. Ich habe leider zu viel reingegeben, zu viel Gemüse. Dadurch ist mir das ganze Öl rausgetropft. Aber ist kein Problem. Dann würde es mich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen hoch da lasst. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Es wird weiterhin coole, coole Autoprojekte geben, die ihr nicht verpassen dürft. Glocke auf jeden Fall auch aktivieren, damit ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleibt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.